Was das Internet so besonders macht? Naja, das Internet ist multimedial. Das kann viele Formen der vorherigen Medien einfach adaptieren. Deswegen haben wir heute Internetfernsehen, Internetradio, Internettelefon und nicht zuletzt Onlinezeitungen. Aber das Internet ist auch ganz originär ein eigenes Medium mit eigenen Darstellungsformen und Gesetzmäßigkeiten. Einige davon sind bis heute unerkannt. Aber das gilt genauso für die alten Medien, weil ein Medium seine Gestalt erst aus den Nutzern gewinnt. Das Telefon zum Beispiel war ursprünglich gar nicht als allgegenwärtiges Kommunikationsmittel für den Hausgebrauch konzipiert. Erst die Nutzer haben es dazu gemacht. Wie sie auch die SMS als Ausdrucksform für sich entdeckten, deren Potenzial von den Mobilfunkbetreibern ursprünglich völlig verkannt wurde und deswegen kostenlos angeboten wurde. Wenn man das Internet an der richtigen Stelle aufschlägt, erwachen Zusammenhänge zum Leben. Vernetzte Informationen beschleunigt die Verarbeitung dieser Informationen um mindestens 87%, wenn sie geschickt präsentiert wird. Übrigens, genau 87% aller Ad-Hoc-Statistiken sind schlicht erfunden. Grafiken können ganz schnell Zusammenhänge verdeutlichen. Es gibt viele Leute, die von sich sagen, dass sie das Internet verstanden hätten. Und es gibt einige, die ausprobieren, was mit dem Medium alles möglich ist. Ein Venn-Diagramm zeigt uns auf einen Blick, wie das Verhältnis dieser Mengen zueinander ist. Wir sehen, dass es eine Schnittmenge gibt. Gefühlt ist die Menge der Leute, die sich als Lautsprecher aufblasen, leider deutlich größer. Hier ist etwas wirklich Einzigartiges an diesem Medium. Es kann Informationen interaktiv präsentieren. Bleiben wir als Beispiel bei Infografiken. Und schauen uns den Grad der Informationsdichte und den Grad des Style-Faktors an. Da hat sich im Mikrokosmos der Fußballblogger gerade ein Trend breit gemacht. Es fing damit an, als ein in der Szene recht bekannter Blogger seine Kompetenz mit einem Grafikprogramm unter Beweis stellte. Die Grafik war zwar in ansprechender Optik, aber ihre Datenbasis doch recht dürftig und eher schwer nachzuvollziehen. Deswegen gab es gleich haufenweise Verbesserungsvorschläge, die der Blogger flugs in einer neuen Grafik umsetzte. Außerdem begannen andere Blogs, selbst Spielzüge oder Statistiken mit Grafiken zu erläutern. Jetzt bräuchte ich außerdem noch eine Zeitachse in diesem Diagramm. Kein Problem, wir sind ja hier im Internet. Nach und nach schließen sich immer mehr Blogs dem Trend an, setzen neue Standards, an denen sich die anderen orientieren und entwickeln sich selbst weiter. Manchmal stoßen neue, ambitionierte Projekte hinzu, die dank ihrer Beiträge populärer werden und neue Innovationen anschieben. Was die Daten uns in dieser Animation erzählen, ist die Geschichte einer Gruppenkommunikation. Noch so eine Besonderheit des Internets. Das Kommunikationsmodell erlaubt zum ersten Mal eine Many-to-Many-Gesprächssituation. Jeder Empfänger ist gleichzeitig potenzieller Sender für viele weitere Empfänger. Das zeigt sich auch in den Daten, wenn sich die Punkte wechselseitig aneinander orientieren. Der Trend geht mal zur Informationstiefe, mal zur Optik, aber alle profitieren voneinander und die Qualität der Informationen insgesamt steigt beständig an. Noch etwas Besonderes. Informationen können in andere Informationen eingebettet und mit ihnen verknüpft werden. Wow! Deswegen unter anderem sind Links so wichtig. Links können sogar eine eigenständige Form der Informationsverarbeitung ermöglichen. Aber wir wollen uns heute noch nicht mit der Theorie des Hypertextes auseinandersetzen. Fürs Erste wollen wir nur rumprobieren, was so geht. Ein paar Querverweise aus dem Artikel nachverfolgen zum Beispiel. Unbedingt in die Kommentare schauen, am besten gleich selbst kommentieren. Und da ist ja gerade eine Twitter-Nachricht gekommen. Aber mit ein bisschen Selbstdisziplin schaffen wir es sicher, manche Informationsströme auch mal zu ignorieren. Ich für meinen Teil habe jedenfalls beschlossen, dass ich jetzt mal was mache, statt nur rumzureden. Vielleicht sieht man sich ja.